Tommy Samuelsson, 3:2 gegen Meteor, schon gesagt, nach Penaltyschießen verloren. Wie war das Spiel aus deiner Sicht? Sehr gutes Spiel, muss ich sagen. Eine hochklassige Partie. Die Speed, die Qualität, was man reden über, fast jeder Wechsel ist ein Level höher, dann wir normale sind gewöhnt mit. Was überwiegt nach so einem Spiel? Was für eine Rückschlüsse kann man mitnehmen? Ja, dass man trotz einer sehr schweren Woche mit viel Training, viel Krafttraining, viel Einheiten am Eis, dass man trotz das Kopf haben, so ein solches Spiel spielen, das ist ein, finde ich, ein sehr starker mentaler Status in unserer Mannschaft. Tommy, Ali Vukovic, sein erstes Tor in der Kampfmannschaft für die Vienna Capitals. Er hat sehr frech, sehr unbekümmert gespielt. Was sagst du zu seiner Leistung? Ja, er hat das beweisen in U20 und auch ein paar Mal vorher, dass er hat Klasse für Zukunft, ein richtig guter Spieler zu sein. Und er hat die Qualitäten und kann, wenn er weiter hart arbeiten und Geduld haben in seiner Entwicklung, hat er sicherlich eine gute Karriere. Tommy, in 9 Tagen geht es weiter in der Liga. Was sind jetzt die nächsten Schritte? Wie schaut der Plan aus der Mannschaft? Ja, der Punkt diese Woche war eigentlich der Fitnessstand, körperlich bessere Lungen zu bekommen, bessere Kondition zu bekommen und Kraft dazu zu machen. Also diese Phase liegt hinter uns im Moment dann. Nächste Woche oder nächste 8-9 Tage ist mehr, dass man bekommen die Spritzigkeit und dass man arbeiten mit Italien im Powerplay, Penalty Kill und solche Sachen. Hast du Zeit, Olympia zu verfolgen? Ja, wie soll man nicht das verfolgen? Das ist im Fernsehen, das ist in Radio jeden Tag. So, ich probiere als vieles möglich, das zu anschauen auch. Deine Schweden hat es ja vom Verletzungsteufel ja besonders schlimm erwischt, oder? Ja, das muss man sagen, wenn man reden über Weltklasse-Spieler, ist das ein Weltklasse-Spieler, wo fehlt in dieser Mannschaft dann, aber so ist dieser Sport, das ist Sachen, wo man nicht einflussen kann im Moment und hoffentlich ist das ein anderer Spieler, wo kriegt mehr Eiszeit und mehr Verantwortung dann und das übernehmen. Dein Goldtipp? Oh, schwer zu sagen, da gibt es 5, 6 Mannschaften, aber ein Außenseiter ist sicherlich die Amerikaner, finde ich. Tommy, wir wünschen alles Gute, danke. Danke.